Hallo YouTube, Tyron 1992 wieder hier und heute stelle ich euch eine Manga vor, und zwar stelle ich euch heute den Manga zu Killer Kill vor. Zeichnung von Ryu Akatsuki und Texte von Trigger bzw. Kei Hashimoto, das sind halt die Macher. Das ist ein Manga, der basiert auf einem Anime. Den habe ich übrigens auch gesehen und besitze ich auch. Ja, der kam jetzt nachträglich, und natürlich bei meinem Lieblingsverlag Tokyo Pop raus. Und ja, in dem Fall ist es eine Adaption von einem Anime. Es geht hier um Ryuko. Ryuko, die den Tod ihres Vaters rechnet, kommt halt. Ah, hier sind sie sogar Farbseiten, kann ich mich gar nicht erinnern, genau. Und möchte halt herausfinden, was mit dem Tod ihres Vaters auf sich hat, wo halt nur diese riesige Klingenschere passiert ist. Dabei kommt sie auf die, hier ist die Hyung-Akademie. Und dort scheint sich auf jeden Fall viel zu ihr hinzuzutragen. Und dort kommt sie auch in Besitz von ihrer Uniform, das ist Sangetsu. Und durch den kann sie halt Kräfte erlangen, denn in dieser Welt geht es um ganz viel um Kleidung, um Schuluniform, denn die Schüler an der Schule da, und dieser ich müsste das jetzt nachgucken, entschuldigt das, an der Schule halt tragen sogenannte Goku-Uniformen, und durch diese bekommt man halt besondere Kräfte, und anhand der Sterne von 1 bis 3 zeigt das, wie stark und was für Kräfte man hat, und wenn man ganz unten in der Rangordnung sieht, hat man gar keine Sterne. Hier habe ich zum Beispiel mal ein Beispiel. Das ist eine 3-Sterne-Uniform. Der hier trägt eine 1-Sterne und dagegen hat er natürlich überhaupt keine Chance. Und ja, wie gesagt, und eigentlich hat sie und Ryuko, und dann geht es eigentlich geht's dann darum, wer es mit ihrem Vater ist. Das endet nachher in Außerirdische und der Weltrettung und das nimmt irgendwie Ausmaß an, das ist der Wahnsinn. Sangetsu hat auch einen Charakter und eine Persönlichkeit, also ist ein Lebewesen. Und ja, ich zeige euch jedenfalls schon mal was vom Manga. Also hier haben wir auch Farbseiten. Im Gegensatz zu der Vorlage, dem. Hier sehen wir nochmal die Schule. Im Gegensatz zu dem Anime, im Gegensatz zum Anime ist der Zeichen Stil schon anders. Es sieht ähnlich aus, um Gottes Willen, nein. Aber es hat nicht ganz den Stil des Animes. Weil der Anime auch in den Stil zwischendurch wechselt, was ich als Stilmittel sehe. Hier sieht man dann Ryukos halbe Scherenklinge. Und jetzt zeige ich euch noch, wo Ryuko endlich Sangetsu kriegt. Was meint ihr, was hier passiert? Denn Sangetsu in Uniformgestalt, das ist ja schon ein bisschen knapp und sexy aufgemacht. Damit sie halt dann mit den anderen Schülern da. Das ist halt Satsuki, Kiyui, und das ist sozusagen mit die Konkurrentin gegen Ryuko, weil die weiß wohl was mit ihrem Vater damals passiert ist. Will aber nicht mit der Sprache rausrücken, bis sie alle mal besiegt hat. Also Edgy haben wir, wie ihr seht, auch, was aber dazugehört. Einfach alles in allem eine gute Umsetzung des Animes. Andererseits muss ich auch sagen, es ist sehr gequetscht. Also Sachen, die im Anime erst so ab Folge 8, 9 überhaupt erst vorkommen als Handlungsstränge, werden hier schon aufgegriffen.
Das heißt, er ist auch in drei Bänden abgeschlossen. Das heißt, ich denke, dass es sehr, sehr schnell gehen wird, weil der Anime hat immer 25 Folgen. Und dass es an manchen Stellen doch gehetzt wirken wird. Und sehr gequetscht, was mich aber nicht zum Kauf abgehalten hat, weil ich Fan davon war. Ich fand es super. Und deswegen musste das auch in die Sammlung rein. Also, ich würde es auch jedem empfehlen, der vielleicht mit dem Anime was anfangen konnte und dem diese Idee mit dem Kleinen und mit den Kämpfen gut gefällt. Dem würde ich den Anime ans Herz legen. Und wenn es sein muss und ihr wollt ihn auf Deutsch lesen, kauft ihn auch bei Tokio Pop. Ja, das war meine Wandervorstellung von Kill la Kill. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.